Hallöchen und willkommen zurück zu GTA 4. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Boah, ich habe hier noch eine Nachricht, wollte ich gerade lesen. Hey Carson, vielleicht liegt's an den ganzen Steroiden, aber Brucey ist schon ganz nervös, dass du mit Fresh Tom ausgehst oder so. Hast du mal deine E-Mails geschickt, Rom? Stimmt, verdammt. Das heißt ja immer noch. Alter, soll ich das mal machen? Gibt's hier irgendwo ein Internetcafé in der Nähe? Ah, da gibt's eins. Da wäre eins. Ja, komm, das geht. Ich wollte zwar eigentlich, hatte ich in der letzten Folge gesagt, ich mache zuerst Elisabeth da weiter, weil das am nächsten ist, aber stimmt, das liegt ja schon ewig an. Komm, ich habe mich ewig gedrückt davor, das muss ich jetzt mal machen, wenn ich das schon gerade lese. Gut, da ist er mich wieder erinnert. Hier passend zum Anfang der Folge. Wenn noch genug Zeit ist dafür. Ey, mein Gott. Wieder viel zu viel Verkehr hier. Mallory? Ja? Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is. But she was lying to us all along and now I'm paying for it. There was always something funky about her. I'm real sorry. Huh. Nicht mal die angebliche Freundin hat's gewusst. Sehr gut. Klasse, echt mal. Aber da muss man ja sagen, sie hat ihren Job gut gemacht mit der Tarnung. Wenn's keiner gemerkt hat. Muss man dann neidlos zugeben. Alter, alter. Oh, ich muss auf der anderen Seite, merke ich gerade. Irgendwo hier durch. Da ist es ja. Hoppa, noch schön gegen die Laterne, war ja klar. Hui, ist sogar umgefallen noch. Keine Angst, ich bin doch ganz harmlos. So, benutzen bitte. Ja, web. Alter, das Ding ist hier empfindlich. E-Mail checken. Genau, das muss ich ja machen. French Tom, oh nein. Hallöchen, gerade sah ich, dass du dich für mich interessierst. Stell dich hinten an. Ehrlich gesagt wird mein Posteingang ständig voller, seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe Unmengen an Absagen erteilt, bis ich dich gesehen habe. Aber du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, du scheinst weder arm noch fett zu sein. Das ist doch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für diesen Loser. Jetzt mal ganz im Ernst, wie wär's, wenn du zum Street Dinner in Hofer kommst. Bring deine Brieftasche mit, denn du bezahlst. Ich trage eine Rose. Ich bin da meist gegen 18 Uhr. Ciao, Tom Reavers. Alter, was ein Abzocker. Nico mal wieder ganz knackig präsent. Was ist das denn? Bereit. Sie sind bereit, Geld zu verdienen, wie in Träumen, und kaufen Autos und Haus und alles, was sie wollen. Hä? Was zum Teufel? Was? Bam! Im Spiel. Weg damit. Keine Zeit für sowas. Denn das ist ein Business Time Worldwide. Was zum Teufel? Kann schon nicht beantworten. Also Spam, weg. Wie Roman, scheiße. Was hat der? Scheiße, Michelle hat für jemanden gearbeitet. Fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis später rum. Dann sag nix. Ah, da könnte ich auch einen Auftrag annehmen. Sollte ich das tun? Was liegt an? Ich habe einen abgefahrenen Banshee gesehen. Du findest das Schätzchen übrigens in der Nähe des Parks in Outlook. Klau es für mich, Alter. Sollte ich mir Sorgen machen, dass man diese E-Mails zu mir zurückverfolgen kann? Zu spät. Scheiß drauf. Ich wäre bei Klasse ebenso ein Alpha wie hier draußen. Meine Garage ist in Eastlock. Danke für den letzten Job, NB. Du bist ein Tier. Antworte mir, wenn du es drauf hast, bleib sauber. Ja, kein Ding. Was ist das denn? Pussy Kubitz. Kann ich nicht.
NB, ich wollte nur sagen, dass ich heute meinen Sit-Up-Rekord gebrochen habe. 2000. Genetisch anders, Baby. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich liebe euch alle. Ich bin so vollgepumpt, dass ich jemanden die Kehle aufschlissen möchte. Wenn einer von euch heute losziehen und ordentlich Bräute aufmischen will, dann sagt mir Bescheid. Ich liebe euch alle. Der Obermods. PS. Mom, es tut mir leid, aber ich schaffe es morgen nicht zu Tante Judith. Hast du meine Wäsche gewaschen? Gemacht. PPPS. Seht euch meine Website an, ihr Schlampen. Die ist der Knüller. Man sieht sich. Bruce Kubitz. What the hell? Oh, like der Typ, ey. Ah, das hatte ich ja schon. Wie. Ach Gott, was sind das jetzt? Husten, wer sind das denn? Wie geht's? Hast du dich entschlossen, in Liberty City zu bleiben? Wie geht's deinem Kasten? Ich bin geblieben, hab gehört, alle hätten's gemacht. Hast du von armen Captain gehört? Der arme Mann trieb tot und betrunken im Fluss und alle anderen haben sich abgesetzt. Ich frage mich, was diese Chinesen mit dem Heroin gemacht haben, das sie angeblich geschmuggelt haben. Ich habe mich abgesetzt und komme herum. Ich bin gerade in Florida, komme aber bald zurück. Hoffentlich treffen wir uns. Möglicherweise kriege ich einen Job und verkaufe bald in Suffolk gefälschte Handtaschen. Damit kann man viel Geld machen. Das ist Wahnsinn. Pass auf dich auf, ja, pass auch auf dich auf, dass du nicht erwischt wirst. Naja. What the hell? Alter, was hat die schon wieder geschrieben? Mein lieber Sohn. Das ist irgendwie... Wo kommen die nochmal her? Ich hoffe, du erhältst diese Nachricht und antwortest, du fehlst mir. Ab jetzt will ich nicht mehr auf Serbisch schreiben. Ach, Serbien waren die, genau. Du bist jetzt wie Rummen. Er sagt mir, ihr redet kein Serbisch mehr miteinander. Ich weiß, es ist besser für dich in der Welt herum. Habe ich das nicht schon mal vorgelesen? Ach komm, scheiß drauf. Ich meine, das habe ich nur nicht gelöscht. Ich genial. Oh. Das kann ich nicht löschen. Das kann ich löschen, okay. Kann ich da was von löschen? Ja, das hatte ich, okay. Weg damit. Und die zwei muss ich jetzt machen, okay. Lockout, bitte. Wo sieht man aber die Uhrzeit? 16 Uhr haben wir im Moment. Ja, ich glaube, ich sollte lieber mal hinfahren. Das wäre sicherer. Nicht, dass der arme French Tom versetzt wird hier. Oh. Ach Gott. Mein Gott. Wozu mache ich das jetzt nochmal? Ich habe es ganz vergessen. Naja, ich werde es erfahren, was abgeht. Das ist ja das praktische Spiel. Das Spiel nimmt es einen ab. Hauptsache, man vergisst nicht im echten Leben, wozu man sich nochmal treffen sollte. Das wäre ein bisschen peinlich und blöd. Okay, wo ist denn das? Wo fahre ich denn hin? Ups, ich habe die Ausfahrt verpasst. Egal, scheiße. Fahre ich hier lang? Aber wie leitet mich das denn? Wo muss ich... Ach Gott, das ist ja... muss ich ja ewig fahren. Ich dachte, das wäre hier irgendwo in der Innenstadt. Aber leider nicht. Die stehen ja gut da. Ach Gott, da komme ich ja gar nicht mehr rechtzeitig mit dem lahmen Teil hier. Boah, ich hab's eilig aus dem Weg hier. Alcorn Bridge, aha. Gut. Ich hab's. Oh, was sind die auf einmal so langsam? Mein schönes Auto. Naja, schön ist es eigentlich ja nicht. Und lahm ist es auch noch. Alter, was macht denn der? Der zieht einfach rüber. Oh, Kack-Dreistier. Was fahren die für einen Scheiß zusammen? Und der fährt einfach mal da drauf. Alter. Was ist denn das denn? Was hat denn der für eine Scheißsteuerung? Rutscht der einfach da vorne drauf.
Ah, okay, es regnet. Ein bisschen Aquaplaning wohl. Die rutschen dann so. Alter, hoffentlich komme ich noch rechtzeitig. Oh ja, das reicht, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Zeit geht hier schneller rum. Nein, eine Stunde bin ich schon unterwegs. Laut Spielzeit. So, zack, einfach wieder über den Kreis abgekürzt. Was geht denn hier ab? Hä? Warum sollte ich hier hin? Ach, das Ding hat mich zum... Oh, zum Out geführt. Ja, und wo ist das Treffen jetzt? Scheiße. Das scheiß Vieh hat mich zum Auto geführt. Leck mich doch am Arsch hier. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wo ist denn das scheiß Treffen jetzt von dem anderen? Leck mich doch am Arsch hier. Ja, Musik aus, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Na toll, dann werde ich das Date noch verpassen. Große Klasse. Ah, verdammt. Warum habe ich auch gleich 2 Sterne gekriegt hier? Ich habe niemanden umgehauen, nur was geklaut hier. Autoklaus stehen die wohl nicht, die Typen. Ich krieg die scheiß Bullen nicht los. Ach du Scheiße, regnet das jetzt wie in Strömen hier. Alter! Das wäre fast schief gegangen. Aber auch nur fast. Ich muss ja bestimmt wieder hier unten abgeben. Jetzt müsste ich nur noch die Bullen loskriegen. Oh je, oh je. Hauptsache hier kommt keine Polizei mehr. Ah, doch, da ist ein Mal. Aber der ist zum Glück Parallelstraße. Der mich hoffentlich nicht sieht, ja. Scheint es zu klappen. Komm, ah, jetzt. Hat auch geklappt. Jetzt bin ich zwar schon ein bisschen zu weit, aber... muss nicht ewig fahren. Aber wo ist das scheiß Treffen jetzt? Ich weiß doch nicht, wo das ist. Wenn die mir das nicht anzeigen. Ja, ist mir schon klar. Habe ich mir schon gedacht. Gut, dass sie es mir jetzt auch mal sagen. Zeit, jetzt repetieren zu lassen. Ja, speichern. Wird jetzt mal angezeigt, wo muss ich denn hin, verdammt die Scheiße. Nicht mal Kontakt ist da immer noch. Aber wo ist denn das Essen? Hey, man, I put that Banshee in the locker. Shit, Nico, your car skills and my body, people are gonna be petrified of us. Thanks, Brucey. Let me know if there's something else you need. Ah, Polizei, lass schon mal passieren. Ah, du bleib stehen. Aber wo ist denn jetzt das verkackte Treffen? Habe ich da irgendwas verpasst? Dankeschön dafür. Hä? Hey. Wo ist das jetzt? Animal Kontakt ist das ja wohl nicht. Hä? Hey, habe ich irgendwas verpasst? Du wirst... Ja, erinnert. Aber wo ist es? Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn mir das nicht angezeigt wird, dann habe ich mir das nicht gemerkt, wo das ist. Pff, weiß ich doch nicht, wo das jetzt ist. Na, große Klasse. Toll. Ja, sowas wie eine Markierung wäre ja mal ganz super. Pff, soll ich einfach mal einen immer Kontakt fahren? Ich weiß es nicht. Hilfe. Ich hab voll verkackt diesmal. Warum habe ich auch Zeit? Entschuldige, hab es nicht geschafft. Jetzt willst du mich sicher noch lieber treffen. Man kann um Mitternacht da sein. Ich kann um... Hä? Wie? Der hat es auch nicht geschafft, oder was? Ja, aber wohin, verdammt? Toll? Hallo, übersehe ich was hier?
Ach, egal. Ich fahre einfach mal zu meinem Kontakt, was auch immer das ist. Ach, toll. Klasse. Mal sehen, wie schnell ich das Auto ist. Ich hoffe, das ist nicht ganz so ein lahm Arsch, das ich mal erwischt habe. Oh, scheint ganz gut zu beschleunigen. Eieieiei, mein Gott. Was die rutschen, wenn es regnet. Okay, hier muss ich hoch, genau. Da war die alte Brücke. Die kennt man ja auch. Alter, das ist eine Auffahrt. Klasse. Auch ziemlich eng hier. Okay, okay, okay. Ist auch gut. Ich hab's weiß nicht wohin und der schreibt mir, Entschuldigung, ich war nicht da. Alter, und der Knaller hat wieder rübergezogen. Boah. Noch rechtzeitig gebremst. Alter, was die für ein Scheiß hier zusammenfahren. Man ist einem nicht leicht hier durchzukommen. So, Knaller hat hier. Sehr gut. Alter, Alter, ja. Vielleicht ist er das ja. Aber warum soll der. Wow, Alter, du dummer Banner! Aber der wird mir ja schon länger angezeigt. Das müsste was anderes sein, ja. Hat mich ja jemand angeschrieben, deswegen. Aber egal. Hauptsache, wenn ich jetzt nicht weiß, wo der ist, dann mache ich das so. Wird der Tunnel. Hä, das klappt doch nicht, wenn ich jetzt durch den Tunnel fahre. Nee, das ist schwachsinnig. Wie komme ich da hin? So komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ein Moment. Ich werde es schon noch finden. Aus dem Weg. Fahre ich einfach hier durch. So passt das doch ganz gut. Auch wenn man hier eigentlich nicht fahren darf, scheiß drauf. Ich kann überall fahren. Ui, 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 ui. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Jetzt tut es schon und die bleiben einfach stehen. Ah, Deppen, ey. Opa. Da bin ich mal gespannt. Call and connect. Ne, collect. Where you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Ha, toll. Jeder will was von uns. Wir sind einfach zu fähig in Sachen. Sachen zu erledigen, ja, gewisser Natur. Egal. Okay. Dann machen wir das auch noch. Hallo? Sag mal, zu blöd oder was? Fahre ich euch halt einfach um hier.
Wer einen nicht hören will, muss fühlen. Taube Leute hier. Wie leitet der mich denn wieder? Das Ziel ist doch wohl ganz anders. Egal. Ich fahre mal einfach hinterher. Ich habe keine Lust, jetzt immer auf die Karte zu gucken. Ui. Schneller! Oh, im Moment ist ja relativ wenig los hier. Gibt's das? Wow. Immer kriminell, wie die abbiegen. Naja, man sollte ja auch nicht mit, weiß ich wie, 100 km/h hier durch die Innenstadt heizen. Gut. Da haben wir es gleich. Bam, 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 bam. Ups, das ist ja... Alter, wo kann ich denn das sehen? Hier, Organizer? Ah, da vielleicht. Ja, toll. Und wo ist das Treffen? Verdammte Scheiße. Ich mache jetzt das. Scheiß drauf. Muss ich ihn halt versetzen. Bin ich eh nicht scharf drauf auf den Typen. Ja, okay, okay, okay. Sind wir bald da? Nein. Alter. Im Moment komme ich ja ganz gut voran hier. Ah, okay. Ah. Schön, dass du anhältst. Das ist sehr brav von dir. Schön wieder. Steht auch drin. Muss ich aussteigen auch noch. Was ist das denn? Okay. Kriegen wir nicht anders diesmal. I'm in the park. Now what? Alright. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Was? Jetzt muss ich ja noch aufpassen, wer dann ans Handy geht. Ja, dann gib mir die Nummer. Wo ist sie denn? Francis. Ah, der. Nummer, okay. Ja, anrufen. Ah. Irgendwo leuchtet das. Irgendwo geht das Handy doch. Da drüben. A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them. Smell my hot dogs. Alter. Bam. Und bam. Ja, toll. Besser gesagt als getan. Ah, Hilfe. Ich muss schnell wieder hier hoch. Ich fahr lieber weg. Deswegen das Auto. Ja, das Auto noch. Autsch, autsch, autsch. Das tut weh. Hey. Ein schönes Auto. Ja, Treffen mit Francis. Ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Verdammte Kacke hier. Oh, weg hier. So. Nein, nochmal die Polizei. Verdammt mich. Bleib doch von mir. So, muss ich halt nur Gas geben, dass ich hier wegkomme. Verdammt, da war ja nochmal Polizei. Oh, nochmal! Was? Are you kidding me? So werde ich dir ja nie los. Alter! Blöd oder was? Aus dem Weg! Ich bin auf der Flucht, siehst du das nicht? Hoppala!
Toll, da ist wieder wohl... Alter, sind die diesmal hartnäckig. Da fahr ich halt wieder hoch. Irgendwann kriege ich euch schon los. Ihr kriegt mich niemals. Okay. Das müsste doch gewesen sein. Bingo. Was bringt die Fotos auf dem Speichergerät zu Francis? Okay. Muss man jetzt zu ihm oder... Der ist ja Cop. Aufs Büro oder keine Ahnung. Aufs Department. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Und den kennen wir ja wohl. Den haben wir ja einmal bei Manny gesehen. Den Auftritt zusammen. Uppala. Alter. Alter. Blöder kann man nicht stehen bleiben. Echt mal. Dämlicher. Hä? Wie gleitet mich das? Wahrscheinlich weil alles Sackgasse dahin ist und ich meine Einbahnstraße. Es leitet mich ja so, dass ich mich an die Verkehrsordnung halte, aber scheiß drauf. So, das ist viel kürzer. So, da irgendwo. Okay. Kann ich diesmal mit dem Auto reinfahren? Ja. Here. He's dead. Great. I can get rid of these now. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Okay. Hätten wir das nicht irgendwie anders regeln können, muss man den schon wieder gleich umbringen. Ah! Was ist das denn? Nee, das ist Francis. Oh, toll. Aber wo zum Teufel wäre das Date jetzt? Wie viel Uhr haben wir jetzt im Moment? Hä? War hier nicht... Ja, ist schon rum. Aber wo war das? Mann! Habe ich jetzt überhaupt auf die Uhr geguckt? Einen Moment bitte? Nein, ich habe es total vergessen. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen, verdammt mich. Normal müsste ich jetzt lang genug aufgenommen haben. Ja, ich würde mal sagen... Ich spende den Part mal hier. Alter, wieder voll verpeilt auf die Uhr zu gucken oder mir Stoppuhr zu stellen. Naja. Okay, nächsten Part, da werden wir mal gucken. Da werden wir doch mal Elisabeth machen. Oder French Tom meldet sich nochmal. Bin ich zwar immer noch nicht scharf drauf. Pff, egal. Naja, gut. Also dann. French Tom. Wahrscheinlich jetzt. Hab es nicht zu unserer Verabredung geschafft. Du hast mich wohl nicht genug gereizt. Ich werde stattdessen um 8 früh da sein. Wer wo da sein? Alter! Mann! Okay, ich muss das irgendwie nochmal... nochmal abchecken, wo das sein soll, ey. Der schreibt dauernd so, als ob er mich versetzt hätte. Komisch. Oder schreibe ich das? Egal. Also dann, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!